Oh Gott, Digga, was sehe ich hier? Fußball-Challenge. Diese, haben wir noch Challenge. Einfach Titel falsch geschrieben. Game Master stalkt uns. Ach du Scheiße. Welches von denen? Ja, was hat Hamed da gemacht, Alter? Hamed sieht den Game Master. Ich kann nicht mehr. Mit Game Master, ne, ich gucke mir jetzt nicht 22 Minuten an. Wir können uns das hier angucken. Zieh mir das rein. Genau, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir nach Leverkusen, denn wir werden die Prank Bros besuchen und das allererste Mal ein Video mit denen machen. Ich nehme euch mit heute den ganzen Tag. Ey, ich glaube, das ist sogar das erste Video, was sie machen. Also jemals mit irgendwen so kooperationstechnisch. Das ist cool. Prank Bros, willkommen. Fußball Challenge. 1v1. Wenn ihr Männer seid, kommt ihr. Okay, sie kommen sowieso, deswegen macht diese Ansage gar keinen Sinn, aber ja, wir müssen uns beeilen. Es ist 11 Uhr. Wir haben eine Fußballhalle für 13 Uhr. Und dann treffe ich da die Prank Bros das allererste Mal. Ah, ich habe eine Taktik. Guck dir das mal an. Ich nenne es die Hamed-Loco-Taktik, okay? Ich habe hier 3 Maxi King. Und das ist mein Lieblingsriegel. Auf jeden Fall stelle ich den hier rein. Und jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank Maxi King beste, ehrlich, ich liebe die auch. Aufmache, ist das das Erste, was ich sehe. Aber ich habe es mir nicht geholt, um es zu essen, sondern für die Disziplin. Das heißt, ich mache den Kühlschrank auf, ich sehe 3 Maxi King. Ich will die unbedingt essen, ich esse sie aber nicht, weil es meine bewusste Entscheidung ist. Und die laufen aber ab, du Eierkopf. Disziplin besteht darin, dass diese Maxi King, alle 3, verschwinden, ohne dass ich einen einzigen davon esse. Und dann seid ihr King. Und ihr müsst das halt mit den Sachen machen, die ihr am meisten feiert. Ich bin auf meinem John Cena Drip. Hat der neue Kamera oder was, Hamed? Er macht richtige Dokumentage, Alter. Er fährt zu Prank Bros. Wirklich kalt. Auf Präsident angelehnt, hinten. Auf geht's und so. Nach Leverkusen. Kann ich mich mit dem Bluetooth verbinden? Kommen die aus Leverkusen, Prank Bros, oder was? Ja, come on. Ja? Ich zeig euch jetzt ein neues von mir, okay? Aber das kommt nicht raus, aber es ist neu. Hör zu, Bill, du kannst dieses Spiel hier noch gewinnen. Ich weiß, wir kommen so wenig, aber wir wollen es flippen. Von unten nach oben, so wie Flipper. Bin ein Kämpfer wie Son Goku, bin ein echter Dribbler. Und ich dribbel mich durch alle meine Probleme. Manche sagen, Frank Bros. Dokumentation. Heute treffen wir den Game Master. Bevor das Video losgeht, Freunde, die Trackies sind so gut angekommen. Wir werden heute, also Sonntag, nochmal einen Ausnahmetag machen. Also ihr könnt jetzt... Das sieht einfach aus wie Venom, Alter, das ist geil. Trackies nochmal holen. Jeder 5. Trackie kriegt ein Watto-Trikot. Wir haben noch ein paar Watto-Trikots da. Also greift zu. Geht nur heute 18 Uhr bis morgen 18 Uhr. Also schnell sein. Wenn ihr das Video seht, ab 18 Uhr... Junge, in welchem Ghetto ist der da, Alter, mit Krankenwagen und so im Hintergrund? Wir sind da, Leute. Wir sind angekommen in Leverkusen, Hallenfußball. Boah, sogar Bayer-Arena und so. Prank Bros hat gemietet, ey. Liga 20. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in Leverkusen, ne? Also, noch nie. Hey. Mashallah, Prank Bros mit dicker AMG. Wie geht's dir? Alles gut? Und? Oha, mit Kameramännern. Ja, ja, ich hab mich gelernt. Stark, ja, stark. Ja, ey, lustig, euch so zu sehen, Digga. Ich hab schon hier ein paar Mal drauf reagiert. Ja, ja, ich hab's auch gesehen, ne? Das erste Kollabo bist du, ja? Bei uns. Echt, ja, ne? Mit einem das haben wir auch ein paar schon gesagt. Ja. Krass. Krass, ihr habt sonst noch nie mit irgendwem was gemacht. Ja, ne? Echt, in, so einer, in unserer Welt, ne? Manchmal ist man so abgestuft, macht sein Ding. Genau, man hat auch gar keinen Bock so mäßig. Ja, Mann. Ja. Dann ist man da so fast gefahren. Gesehen, ist korrekt und so. Yeah, ja, so passt und Challenge. Eine Ehre. Ja, auf jeden Fall. Was wollt ihr machen? Fußball-Challenge. Ja. Wir haben schon ein paar Challenges überlebt, so. Ja, okay, ich hab auch. Challenges plus Strafe. Ja, ich hab auch. Strafe? Was war die Strafe? Arschschießen. Ich hab auch Arschschießen. Ich dachte, du kommst mit Hotchip oder so. Nein, ich wollte nicht übertreiben. Ich hab gesehen bei dir. Ich hab einmal Hotchip gemacht. Machst du mit Hotchip irgendwie? Ich hab einen mies Drip Game Master hat gegönnt. Boah, das wäre zu. Ich wäre gestorben. Ich schwöre, ich hätte gar keinen Bock. Hast du auch mal schießen? Ja, ja, ich Arschi. Wir können auch was anderes machen. Der Gürtel wäre vielleicht zu unwerbefreundlich so mit. Ja, 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 man muss aufpassen. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hab zu meiner linken Seite Marvin. Ja, die sind gut am Trainieren, ne? Digga, warum
ist die Quali auf einmal Toaster geworden, Alter. Wir sind jetzt fertig mit den Videos. Die Jungs zeigen uns jetzt noch einen leckeren Spot, wo wir was vernaschen können. Ich habe aber auch echt Hunger, muss ich sagen. Also, du hast Hunger, ich habe gar nichts getrunken da. Wasser einfach im Auto vergessen. Let's go! Digga, wo fahren die uns hin? Was stand da? Biergarten? Biergarten? Nice, Digga, jetzt erstmal. Wobei, man kann Schnitzel hier ganz gut essen vielleicht. Digga, keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht, was sie vorhaben. Schönes Schweineschnitzel von Hamed. Gehen wir essen. Ja, sag dann rein. Das einzige Originelle. Ich dachte Biergarten, Junge. Ich glaube, da gibt es auch Bier und so, aber da gibt es normale Sachen auch. Ein bisschen mehr Auswahl. Okay, nice. Man muss sagen, Leverkusen ist echt schön, ne? Findest du jetzt ehrlich? Ja, also, es sieht so kalt aus und so, aber es hat was. So. Ja, hier ist eigentlich so die schönste Ecke wegen Rhein und genau. Sonst ein bisschen so. Sonst halt Best Dorf Friends haben mit geworden mit Prank Bros, Alter. Ist da der Eingang? Ich glaube, da noch. Einfach Biergarten. Lange ist es her, ich glaube. Ah, ja, ja, die Fall und so mit Challenges. Mit diesen, und Potten, ja, genau, ja, genau, genau, das war ja. Jürgen, die waren selber noch nie hier in diesem Laden. Ohne Sinn, wir gehen hier das erste Mal alle. Die testen das gerade alle das erste Mal. Und hier steht einfach, das ist zu lustig. Vorspeise mediterran und jetzt Bestandteil. Lassen Sie sich überraschen einfach. Was ist das denn, Alter? Nein, das bestelle ich nicht. Soziales Experiment. Nein, bestell du. Nein. Diese Jahresrückblicke sind gekommen. Bei Spotify, wir checken das jetzt mal ab. Bei mir und den Jungs. Okay, okay, wir fangen mit meinem an. Okay, krass. Jazik auf der 1, Reezy auf 2, also viel Deutschrap. Dann Dave, mein Top-Künstler all-time. Billa Joe, mein Bro, ja, Billy. Haben wir nur Deutsch am und Hören. Und Lordi. Auch schöne Grüße an Lordi an der Stelle. Das war's, oder? Nee, warte, komm noch zu Top-Songs. Top-Songs, es soll so sein, Diamond Ring, Bend Over, Wet von Russ Millions und Mary. Alter, so viel Jazik. Alter, was ist das denn für eine... Das ist ja bodenlos, Alter, was Hamed da für eine Liste hat. Das ist ja komplett Deutschrap. Wo Travis, wo Weekend, wo? Geistkrank. Man denkt, ich hätte Liebeskummer gehabt letztes Jahr. Ja. Fehlt nur noch Ayliba da drin. Okay, Jungs, zeig dir jetzt. Okay. So, schön nur Pong, Gym, ne? Fitness. Pong, hörst du Pong? Ich auch Pong. Nur sowas. Ich höre eigentlich nur Gym-Musik. Ich hab das auch. Okay, Trash, Digga, du kennst dich selbst. Yeet ist auf Platz 2, Digga. Yeet hörst du? Oh, Yeet hörst du auch sehr viel. Ja. Die anderen kenne ich alle nicht. Was ist das denn, Alter? Also alles Funk. Alles Funk. Ja, genau. Einfach Song, der zweite Song ist einfach HDMI. Also Gym-Musik. Ich habe auch richtig viel Funk in meiner Playlist. Nice. Okay, mal zu gucken, bei mir. Ah, du hast einfach HDMI. Auf Englisch, oder was? Ja. Yeah. Lol, Junge, immer diese Menschen, Digga, die müssen ihr Handy auf Englisch stellen. Das Englisch lernen, weißt du? Oh, wie heißt der? Das, ich weiß gar nicht, das von ist Yeet, so Yeet, ne? Amazing. Opium. Okay, ich guck mal geh vor. Mal durch. Da war Drake, hab ich gesehen. Ja. Drake, zweiter. Erster, Gunner. Gunner. Ja, das ist stark. Boah, Gunner. Das ist stark. Gunner, Drake, Travis, Lil Baby, Pops. Das ist eine starke Liste. Das ist geil. Lil Baby und Pop Smoke. Digga, krass. Deine Top-Lieder, das kenne ich gar nicht, das erste. Fendt, habe ich viel gehört im Gym. Ocean Spray. Fuck You Mean ist krass. Search and Rescue kenne ich auch, Digga. Oh. Search and Rescue ist aber auch ein bisschen diese Liebesding, ne? Ja, das war nice. Drake halt allgemein, ne? Drake. Ah, ja, Marvin verliebt. So, du hast auch Freunde, ne? Du hast so diese Dings gesagt. Ich habe noch nie in einem Video gesagt. Ah, doch, ich habe in einem Video gesagt, ja. Ich muss sagen, das Essen sieht stark aus. Also ja? Ich hätte gar nicht erwartet, dass das so lecker ist. Boah, war ein schönes Schweineschnitzel von Hamed Loco hier. Bei euch auch? Genau, nee. Also, hätte ich auch nicht erwartet. Hätte echt clean aus. Leverkusen, ne? Ist das bei dir? Ich werde probieren bei dir. Vom Kameramann naschen. Schmeckt. Halt gut aus. Also ja, mal. Ich will einfach kennen, den Dinner mit Prank Bros hat Hamed da gedreht. Ja. Oder jetzt muss ich aber auch einmal, ne? Mhm. Maschallah. Guten Jungs. Schmeckt guten. Ehrlich gut, Digga. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Esst, aber nicht euren Nebenmann. Weiter weiß ich auch gar nicht. Ja. Essen war super. War ehrlich ein guter Tipp, ne? Dafür, gut, dass ihr ne? Das erste Mal, ja, war stark. Location auch. Ja, Location. Also privat kommen die alle ganz locker und chillig so rüber, ist ja normal. Privat und Videos ist eh immer was anderes. Wenn du hier ein Mädchen ausführst, das kann was werden, das kann was werden. Ja, okay, Jungs. Easy, bro. Dankeschön. Tja, wart einen locker mit, Alter. Nein, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Digga, was ein Vlog, Alter. Ich weiß. Schreibt in die Kommentare von dem. Man erwartet so voll, die machen voll die Sachen. Die waren einfach nur essen, kurz Video aufgenommen. Dieser Vlog einfach Prank, ja? Boah, Digga, ich
ich muss so dringend aufs Klo, ne? Brauchen wir noch lange? Sofort. Brauchen wir noch lange? 2 Minuten, ja? Okay. Ah, ich komme gerade frisch von der Toilette wie ein neuer Mensch. Also nicht frisch von der Toilette, ich habe mir Nüsse jetzt gerade in den Mund gesteckt, okay? Ich habe nicht auf der Toilette was gegessen, bitte euch. Ich mache mir jetzt ein Lahmacun rein. Ja, mit, Alter. Aber ein bisschen mehr erwartet, Mensch.